Moin! Herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge Let's Play LS17. Nordfriesische Marsch, Vierfach-Map ohne Gräben. Immer noch an der Version 1.9. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist die 2.0 noch nicht veröffentlicht. Wenn ihr diese Folge guckt, ist sie wahrscheinlich schon längst draußen, schon seit Wochen. Aber ich habe Ferien. Und in den Ferien spiele ich nicht. Da ist Familienzeit. Ja, wisst ihr Bescheid. Also vielleicht gibt es irgendwie mal einen Livestream oder gab es einen Livestream, kann ich nicht sagen. Aber im Moment ist erstmal, wie gesagt, Familienzeit. So. Wir wollen mal wissen, ob er jetzt gleich hier irgendwo stehen bleibt. Mit diesem hier. Diese Einstellung hier unten, ja. Achso, wir sind dabei zu säen. Die letzten beiden Felder werden gerade angesät. Ein Feld ist schon fertig geworden, Feld 9. Jetzt sind wir noch auf Feld 7 und Grasfeld 7 am Aussäen. Und hier bringen wir einfach nur ein bisschen Kies hin. Ich werde jetzt mal eben schauen, ob der jetzt hier gleich anhält, wo ich jetzt hier wieder am Trigger anhalten, aber... Ja, wir verkaufen parallel, verkaufen wir Silage an der BGA. Die Einnahmen werden aber auch immer geringer. Wir haben fast 4 Millionen Liter da zu verkaufen. Mit einem ganz kleinen Radlader, der immer nur 10.000 Liter pro Schaufel schafft. Aber so ist das eben. Wir machen das hier auch nur, weil wir hier dann Geldkassetten kriegen, die wir dann gegen Geld eintauschen können. So, der 435 hat keine durchdrehenden Reifen mehr. So. Und der 8530 ist fertig. Hat er es denn sauber gemacht? Das sieht auf jeden Fall sehr sauber aus. Schauen wir mal, wie die anderen Ecken aussehen. Da müssen wir noch nacharbeiten, das sehe ich von hier. Das sehe ich von hier. Das sieht hier fast perfekt aus. Diese kleine Stelle hier. Boah, das ist jetzt mal nicht so wild. Da an der Ecke noch eben gucken. Hier ist sauber. Schön. Das heißt, der kann zurück zum Feld. Zum Hof. Mal mit meinem Feld, ey. So. Thank you.
Aber auch eine enge Nummer hier immer. Gucken, ob der da rumkommt. Ja, natürlich kommt der da rum. Strohballen, Strohballen, Silageballen, Silageballen, alles da. Ja, der 435S hat immer wieder durchdrehende Reifen, kümmere ich mich gleich drum. Aber jetzt nicht, jetzt bringe ich erstmal die beiden hier zurück zum Hof. Dass wir dann auch irgendwann in diesem Leben nochmal fertig werden mit der Aussaat. Vielleicht auch nicht mehr in dieser Folge, aber in einer der nächsten. Das schaffen wir schon. Wir wollen hier natürlich die Fahrzeuge einsatzbereit hinterlassen. Ja klar. Gewicht und Frontlader dran. Jo, dann kann der auch noch weg. So. Erstmal Dünger auffüllen.
voll. Jawohl. Was sagte letztens jemand so schön? Hier wird Diesel noch mit Liebe verbrannt. Jawohl, so muss das sein. Was für ein Bild. Wie schön. Aufladen, auftanken. So, du fährst hier schon wieder im Kreis wahrscheinlich, ja? Ja, was sag ich? Dann hier nochmal mächtig nacharbeiten, aber eigentlich wäre das Feld sonst schon fertig. So, was macht er hier? Fährt auch im Kreis, oder wie? Nö. Macht einfach gar nichts mehr. Muss er wirklich aufgetankt werden, ja? Kann er mit 34 Litern nicht mehr. Nicht das wirklich daran. Muss ich jetzt zur Tankstelle fahren? Nee, muss ich nicht. Ich habe da oben ja Sprit. An der BGA. Da kann ich tanken. Gott sei Dank. Alles meins. Kostet mich nichts extra. Auch wenn ich die Tankstelle voll beknackt finde, wenn man da so halb reinfahren muss. Aber es nützt ja nichts. Ah, nun mach schon. Das dauert. Dauert. Und dauert. Also das kriegen wir in dieser Folge nicht mehr hin. Die ist nämlich jetzt vorbei. Wenn es euch gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben. Hinterlasst mir auch gerne einen Kommentar. Auch wenn euch was nicht gefallen hat, könnt ihr von mir aus auch gerne einen Daumen nach unten hinterlassen. Gerne aber auch einen Kommentar, warum, was euch nicht gefallen hat. Und ja, sonst, ne, Abo freut mich natürlich auch. Und wenn ihr mich bei Facebook oder auf meiner Homepage besucht, dann ist das natürlich auch Spitzenklasse. Da wollte ich ja rum. Und ja, in diesem Sinne sei erstmal ciao. Schaltet gerne bei der nächsten Folge wieder rein.